Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt's etwas zu gewinnen in dieser Folge, da freue ich mich mega drauf und ich finde nichts bescheuerter als zu sagen, ihr müsst jetzt zwangshaft diese Folge hören, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Deswegen sage ich einfach gerne direkt am Anfang, was es zu gewinnen gibt und auch wie. Ich sage es aber natürlich am Ende auch nochmal. Und alle Infos findest du in den Shownotes. Diese Folge, das hast du ja schon gesehen, dreht sich rund ums Thema Home Trails, also Trails, die du direkt bei dir zu Hause vor der Haustüre findest. Und in diesem Zusammenhang steht auch irgendwie das Gewinnspiel, denn du kannst gewinnen einen Startplatz für den Grand Prix Bern am 18. Mai. Der Grand Prix Bern ist kein Trail-Event. Das mag euch dann vielleicht ein bisschen komisch erscheinen, hä, wieso kann ich einen Startplatz gewinnen für ein Nicht-Trail-Event? Der Grand Prix Bern ist aber definitiv ein Rennen, das ein sehr nachbarschaftliches Rennen für mich ist, also weil es eben in der Innenstadt von Bern ist. Es ist auch eine wunderschöne Strecke. Ich habe ihn vor einigen Jahren schon mal gemacht und ich habe mich einfach mega gefreut. Das Team vom GP Bern hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich gerne teilnehmen möchte und ob ich euch einen Startplatz schenken möchte. Und das möchte ich sehr, sehr gerne. Der Startplatz, den ihr gewinnen könnt, ist nicht festgeschrieben auf eine Distanz. Das heißt, der oder die Gewinnerin vom Gewinnspiel kann sich entscheiden, möchte er oder sie gerne die 10 Meilen, also die volle Distanz, 16 Kilometer laufen oder lieber nur die kürzere Strecke. Es gibt den Altstadt Grand Prix, das sind 4,7 Kilometer oder den Kinderlauf, das sind 1,6 Kilometer. Also der Gutschein ist am Ende gültig für die Distanz, für die du dich selber begeistern kannst. Wie machst du mit? Wie kannst du einen Startplatz gewinnen? Das ist relativ einfach. Das war sowohl mir als auch den Macherinnen und Machern vom GP ganz wichtig, dass wir eine möglichst kleine Hürde sozusagen haben zum Teilnehmen. Das heißt, du kommentierst einfach unter dem passenden Instagram-Beitrag auf meinem Instagram-Kanal oder auf meinem Facebook-Kanal. Kommentierst du einfach und dann hüpfst du schon in den Lostopf. Du kannst auch, wenn du kein Social Media hast, natürlich trotzdem teilnehmen. Das finde ich auch ganz wichtig. Dann schreibst du mir einfach eine E-Mail an podcast.luckytrails@gmail.com und da dann wanderst du auch in den Lostopf. Also du musst gar nichts Krasses machen. Du musst nicht irgendwelche 150 verschiedenen Kanälen folgen. Du musst nicht alle möglichen Freunde einladen. Du kannst das natürlich alles mega gerne machen. Aber wichtig ist einfach nur, dass du mich über einen Kommentar oder eine E-Mail oder auch eine persönliche Nachricht auf Social Media kurz wissen lässt. Du möchtest gerne einen Startplatz gewinnen. Und, wichtig, der Teilnahmeschluss. Teilnahmeschluss ist der 7. April. Am 7. April um 18 Uhr endet die Teilnahme und dann werde ich den Startplatz verlosen und den Gewinner oder die Gewinnerin kontaktieren. Genau, so viel dazu, wie du einen Startplatz für den GP Bern gewinnen kannst. Ich freue mich, wenn ihr alle mitmacht. Ich habe ja in diesem Jahr lange überlegt, welche Rennen will ich eigentlich machen? Ich habe richtig zu Hause gesessen. Ich habe so gegoogelt, welche Rennen gibt es, was würde mich interessieren, welche Distanzen würden mich interessieren. Und ich habe, und jetzt rückblickend kann ich nicht genau sagen, war das eine bewusste oder eine unbewusste Entscheidung. Ich habe mich für Läufe entschieden, für Wettkämpfe entschieden, die ich sehr, sehr einfach erreichen kann, die nicht sehr weit weg sind von mir. Das sind vor allem Rennen, mehr oder weniger in der direkten Nachbarschaft oder so, dass ich mit dem ÖV hinkommen kann. Und lustigerweise habe ich so letztes Jahr auch meine Saison abgeschlossen mit der Gurten Classic und dem Marcheton am selben Wochenende. Da habe ich euch auch von erzählt im Podcast. Ich weiß natürlich jetzt, ich bin super vorbereitet. Ich weiß natürlich mal wieder nicht die Folgennummer, aber da habe ich euch auf jeden Fall auch schon mitgenommen zu Veranstaltungen direkt bei mir um die Ecke sozusagen. Und bei mir ist es jetzt eben auch so, dass ich mit den 4 Veranstaltungen, für die ich bisher gemeldet bin, die sind, 3 davon sind mehr oder weniger in meiner direkten Nachbarschaft. Zu einer werde ich zum Start zu Fuß hingehen können, da freue ich mich mega drauf.
Und einer ist ein bisschen weiter weg, aber für mich, so wie es jetzt geplant ist, auf jeden Fall mit dem ÖV zu erreichen. Und über die Einladung zum GP habe ich mich halt deswegen auch besonders gefreut, weil das einfach ganz wunderbar in meine Jahresplanung passt. Das ist eine wunderschöne Strecke, die ja mehr oder weniger von zu Hause aus losgeht. Ich muss schon einmal auf die andere Seite der Stadt fahren, aber dann ja durch meine Herzensstadt Bern führt. Und ja, auch ein Rennen ist, was eins der ersten war, die ich überhaupt jemals gemacht habe. Und deswegen ist es halt auch so ein bisschen schön, ein bisschen wie nach Hause kommen. Genau, das wollte ich noch sagen. Wie bin ich jetzt so darauf gekommen oder wieso mache ich so viele Rennen, die so nah bei mir sind? Wir haben ja, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass wir ein bisschen turbulente Monate hinter uns haben mit einem Umzug von der Schweiz in die USA, von den USA zurück in die Schweiz. Und bei unserem Rückzug in die Schweiz haben wir uns entschieden, kein Auto mehr zu kaufen. Das heißt, wir haben seit Mai 2023 kein eigenes Auto mehr. Und das ist schon ein bisschen crazy, weil ich habe letztens überlegt, wie lange hatten wir mein Mann und ich, ein eigenes Auto. Und ich glaube, unser erstes eigenes Auto haben wir so 2009 oder 2010 gekauft. Also das war schon krasse, oder ich dachte, es wäre eine krassere Umstellung, als es am Ende war, jetzt plötzlich kein eigenes Auto mehr zu haben. Wie kommen wir von A nach B? Also sehr viel mit dem Fahrrad. Wir laufen sehr viel von zu Hause einfach los und wir nutzen natürlich ganz, ganz viel den ÖV. Das ist natürlich hier in der Schweiz jetzt so, da muss ich mich nochmal ganz doll bedanken bei der Schweizer Bahn, dass das einfach super leicht ist. Also es gibt überall Anschlüsse, es ist auch kein Witz, dass sie sehr pünktlich ist. Das heißt, wir kommen eigentlich an sehr viele Orte einfach mit dem ÖV hin und wenn es doch mal etwas weiter geht, dann nehmen wir schon auch einen Mietwagen fürs Wochenende zum Beispiel oder aber auch nicht für jedes Wochenende oder für die Ferien. Jetzt letztens waren wir unsere Familie in Deutschland besuchen und da sind wir natürlich mit dem Auto hingefahren. Aber ich hatte jetzt auch in den letzten Wochen zweimal Besuch aus Deutschland, die eben auch mit dem ÖV gekommen sind. Also es geht. Und ich glaube, es ist ganz spannend. Es hat mir so ein bisschen einen frischen Blick gebracht auf Home Trails, sage ich mal. Also auf Trails direkt vor meiner Haustür und in meiner Nachbarschaft. Ich habe ja schon an ein paar sehr, sehr schönen Orten auf der Welt leben dürfen. Und Bern war und ist ganz sicher einer der Orte, die ich ganz besonders zu schätzen weiß, was die direkte Umgebung angeht, was die Laufstrecken angeht. Das heißt, wir haben von hier natürlich einen wahnsinnig einfachen Zugang zu einigen der wunderschönsten Orte, die ich jemals gesehen habe und zu einigen wirklich tollen Wanderrouten, zu wunderschönen Running Trails. Und darum ist es ja gar nicht verwunderlich, dass ich eigentlich an den Wochenenden ganz, ganz oft im Berner Umland laufe und auch gerne mit der Altstadt vielleicht oder in die Altstadt ins Ziel laufe. Ein bisschen wie beim GP, da ist das Ziel zwar weiter außerhalb, aber so in die Altstadt reinlaufen und dann noch ein bisschen flanieren oder einen Kaffee trinken, das geht halt hier natürlich sehr gut. Ich weiß schon, dass das nicht für jeden und jede so gut geht. Aber ich glaube, es gibt auch noch ganz viele andere Faktoren, die sehr, sehr schön sind und die spannend sind, wenn es um Laufen in unserer direkten Nachbarschaft und um Laufen auf unseren Heimattrails, wenn man die so nennen will, geht. Und eine davon ist, glaube ich, so ein bisschen, ich nenne es mal, ja, Sicherheit ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen so eine Verlässlichkeit und so ein Wissen, was kommt. Also ich finde es ganz toll, neue Strecken zu entdecken. Ich finde es toll, neue Sachen auszuprobieren. Ich bin auch mega Fan davon, zum Beispiel im Urlaub einfach loszulaufen und einfach mal zu gucken, wo komme ich denn aus? Oder einfach irgendeine Wanderroute mal zu folgen und zu schauen, wo führt mich das hin. Aber ich liebe es tatsächlich auch und ich habe für mich so gemerkt, vielleicht ist das auch das Alter, ich habe für mich halt gemerkt, vor allem wenn ich sehr hektische Tage habe oder sehr hektische Tage hinter mir habe, dann finde ich es mega schön zu wissen, was mich erwartet. Das heißt, gerade wenn ich oder auch Felix viel unterwegs waren, dann bevorzugen wir es in letzter Zeit auch am Wochenende Strecken zu laufen,
die wir vielleicht schon kennen, wo wir keine mega Reisezeit hin haben, wo es nicht viel Planung erfordert, sondern wo wir einfach sagen, ja, okay, jetzt, wo gehen wir lang? Ah ja, hier Sonntagsrunde und los. Und ich glaube, es ist schon so, dass es sehr, sehr beruhigend sein kann. Beruhigend ist, glaube ich, das richtige Wort. Einfach vor der Türe loszulaufen oder mich in den Zug oder ÖV oder wie auch immer zu setzen und dann in vertrauter Umgebung oder in mehrheitlich vertrauter Umgebung einfach ganz entspannt eine Runde zu laufen. Ich glaube, dieses unterbewusste Gefühl von Ruhe, was da entsteht, das kann man so ein bisschen, ja, vielleicht in Verbindung setzen. Das haben viele von euch schon mal geäußert. Ich kenne das auch, wenn wir nicht viel Neues sehen müssen, dann hat unser Kopf Zeit, andere Sachen zu verarbeiten. Stichwort, viele Läuferinnen und Läufer sprechen von so einem meditativen Zustand, den sie erreichen beim Laufen. Und ich denke, also zumindest gilt das für mich, dass ich diesen meditativen Zustand, diese mentale Entspannung viel schneller bekomme, wenn ich in einer bekannten Umgebung unterwegs bin. Weil ich nicht die Energie dafür aufbringen muss, zu schauen, okay, muss ich jetzt hier links, muss ich jetzt hier rechts, mich irgendwie zu orientieren. Und natürlich auch, und das ist ja das Schöne an neuen Strecken, wenn ich eine neue Strecke laufe, dann will ich natürlich auch gucken. Aber manchmal kann es, glaube ich, cool sein, einfach mal loszulaufen und nicht darüber auch noch nachzudenken, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist gar nicht despektierlich, wenn ich sage, ich brauche da keine Energie für, sondern ich brauche mich nicht neu zu orientieren. Ich laufe einfach los und ich weiß, was kommt. Und ich kann meine Gedanken einfach fließen lassen, sozusagen. Andersrum kann das natürlich auch, das muss man hier auch sagen, ganz toll sein, eine neue Strecke zu erkunden und den Kopf damit zu beschäftigen, um dann vielleicht andere Sachen mal so ein bisschen auszublenden. Das ist sicherlich eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich für meinen Teil mag es gerne, wenn es einen gewissen Teil der Woche gibt, den ich sehr, sehr genau planen kann und wo ich sehr genau weiß, was mich da erwartet. Ein anderer Faktor, der, den habe ich gerade schon mal so ganz grob angerissen, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist die Zeitersparnis, wenn wir in der Nachbarschaft laufen. Das gilt natürlich vor allem für Läufe, die man vielleicht unter der Woche macht. Das heißt Läufe, die du zu Hause machst. Und vermutlich laufen die meisten von uns, wenn sie unter der Woche laufen, laufen wir einfach von zu Hause los. Wir machen die Tür auf und laufen los. Aber es ist eben auch was ich auch gerne am Wochenende manchmal mache. Also einfach relativ früh aufstehen zum Beispiel und dann am Wochenende eine Runde durchs, in meinem Fall, Berner Umland. Aber das kann ja jede andere Nachbarschaft auch sein, einfach loszulaufen. Und der Vorteil ist eigentlich, ich bin dann vielleicht am Mittag schon wieder zurück. Dann habe ich noch den ganzen Nachmittag und Abend, ich nenne es mal, frei. Nicht im Sinne von, dass Laufen eine Verpflichtung ist. Und der Long Run am Samstag und am Sonntag ist schon so eine meiner Hauptaktivitäten, die ich mache. Das ist, das Wochenende passiert für mich ganz oft um die Läufe herum. Aber es kann schon sein, dass ein Lauf von zu Hause aus oder mit dem ÖV, wenn man vielleicht irgendwo hinfährt und dann nach Hause läuft oder von zu Hause aus wohin läuft und dann mit dem ÖV irgendwo weiterfährt oder vielleicht irgendwo hinläuft und dann vor Ort noch was anderes macht. Die Zeitersparnis ist schon enorm, weil ich dann nachmittags noch was anderes unternehmen kann, wenn ich das will. Und bei mir kommt jetzt noch so ein Faktor dazu, der, glaube ich, auch einige von euch betrifft, weil ich weiß, dass viele von euch genau wie ich mindestens einen oder auch zwei vierbeinige Laufpartnerinnen und Partner haben. Und ich muss immer öfter auch Longruns ohne Joma machen. Das liegt daran, falls ihr sie noch nie gesehen habt, ich blende euch gerne hier nochmal ein, wie klein sie ist. Sie ist ein kleiner Hund. Und sie ist jetzt, oder sie wird jetzt vermutlich so etwa 10 Jahre alt sein. Und ich merke, dass sie nicht mehr alles so mitmachen kann. Also meistens ist es so, dass wir einen Lauf am Wochenende zusammen machen können. Und dann muss sie aber auch wahnsinnig viel ausruhen. Und dann bietet es sich natürlich schon an, zu Hause zu laufen oder von zu Hause aus loszulaufen und so die Zeit, die ich insgesamt außer Haus bin, so ein bisschen zu beschränken. Und dann ist ja die Zeit, die sie alleine bleiben muss und auf uns warten muss, viel kürzer, als wenn ich jetzt erst noch, nehmen wir mal an, mit dem Auto eine Stunde wohin fahre und dann 2 Stunden laufen gehe und dann mit dem Auto wieder eine Stunde zurückfahre. Dann ist sie 4 Stunden alleine zu Hause
Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich laufe einfach von zu Hause aus los und bin dann nach 2 Stunden wieder zurück. Das finde ich für mich, sie macht das super, by the way. Es stört sie überhaupt nicht, alleine zu bleiben. Aber mich stört es manchmal, weil ich dann immer so denke, oh je, jetzt ist sie allein zu Hause und eigentlich ist sie ja auch gerne draußen und dann ist es halt schön, wenn man die Reisezeit sozusagen reduzieren kann und dafür dann vielleicht am Nachmittag noch ein bisschen mehr Zeit hat, was anderes zu unternehmen. Genau. Das so ein bisschen zum Thema Zeitersparnis, aber jetzt denkst du vielleicht so, ja, aber wenn ich jetzt immer nur zu Hause laufe, was ich im Übrigen hiermit auch nicht sage. Ich sage nicht, dass du immer nur von zu Hause aus loslaufen musst. Dann kann das ja vielleicht langweilig werden. Und zum einen hier nochmal kurz der Verweis darauf, eben du musst nicht nur von zu Hause aus laufen, aber du kannst. Es kann auch eine gewisse Ruhe reinbringen in die Woche, zu wissen, wo man langläuft. Wir haben sowas, das ist unsere Sonntagsrunde. Die laufen wir nicht zwangsläufig sonntags, die laufen wir auch oft mittwochs. Ich weiß einfach genau, was da kommt. Ich weiß, wo kann ich hier vielleicht auch noch ein paar Intervalle machen und so weiter. Ich persönlich laufe jetzt seit 2018 mit kleinen Unterbrechungen fast ausschließlich, nicht fast ausschließlich, aber viele Trails in und um Bern. Und wenn du mich jetzt so gefragt hast, hätte ich gesagt, ja, ich kenne hier jeden Stein. Aber letzte Woche Mittwoch war ich mit einer Freundin und ihrer Hündin auf einem Trainingslauf für den Midsummer Run, den wir machen. Das ist der Lauf, den ich zusammen mit Finn mache. Also ein Canicross, kein Canicross, sondern einfach ein Lauf, wo man auch seinen Hund mitbringen darf. Und es gibt eben eine Canicross-Kategorie und da starten wir. Und eben meine Freundin mit ihrer Hündin auch. Hallo im Übrigen, wenn du zuhörst. Und das war ganz interessant. Da haben wir letzte Woche Mittwoch sind wir zusammen gelaufen. Und wir sind wo abgebogen? In einer Region oder in einem Gebiet, für alle, die Bern nicht kennen, also durch Bern fließt die Aare und an der Aare entlang, ich laufe immer auf der einen Seite vom Ufer. Ich bin auch schon mal auf der anderen Uferseite gelaufen, aber eben viel, viel seltener und da sind wir jetzt eben zusammen mit meiner Freundin gelaufen und dann sind wir wo abgebogen und das waren echt nur so ein paar hundert Meter, aber da bin ich noch nie gewesen und dann habe ich so gedacht, hey, das ist mega schön hier und ich fand das irgendwie sehr cool zu sehen, etwas. Ein Gebiet, wo ich schon hunderte von Kilometern gelaufen bin, hat trotzdem irgendwie noch so seine kleinen Überraschungen zu bieten. Und das kann man, glaube ich, vielleicht sich auch so eine kleine Herausforderung mal nehmen und sagen, okay, wo in meiner Nachbarschaft gibt es vielleicht noch einen Weg oder einen Abzweig, den ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich glaube, da kann man sich auch mal dran erinnern. Es gibt fast immer noch einen Trail und eine Straße und einen Abzweig, den man noch nie genommen hat und den vielleicht einfach beim nächsten Mal nehmen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, in der Nachbarschaft, auch wenn man da schon sehr, sehr lange wohnt, immer noch mal was Neues zu entdecken. Und das fand ich positiv überraschend und sehr schön. Und dann noch ein anderer Faktor, den ich gerne einbringen möchte, den habe ich ganz am Anfang schon mal angeschnitten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, Laufsport ist oder kann ein Sport sein, den man sehr, sehr nachhaltig ausüben kann. Und ich sage jetzt nicht, dass das die einzige Lösung ist, aber einen Teil dazu können wir auf jeden Fall beitragen, indem wir öfter mal von zu Hause aus losgehen oder vielleicht auf den ÖV setzen oder, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und dann eine Runde drehen und dann mit dem Fahrrad wieder zurückfahren und eben aufs Auto verzichten, so gut das geht. Ich weiß, dass das hier jetzt nochmal zu sagen, ich weiß, dass das nicht für jeden umsetzbar ist. Und ich weiß, dass das für mich auch eine sehr luxuriöse Situation ist, zu sagen, okay, ich steige jetzt einfach in den Bus und ich bin in 5 Minuten am Bahnhof und da fahren Züge in die ganze Schweiz und die kommen pünktlich und in einer Stunde bin ich vielleicht an einem ganz anderen wunderschönen Ort. Was ich aber so für mich gesehen habe, früher bin ich, wenn wir nur mit dem Auto gefahren sind, bin ich ganz oft nur Runden gelaufen. Also man muss ja dann irgendwo parken und dann musst du eine Runde laufen, dann musst du aber an dem Parkplatz zurück ankommen, weil du ja dein Auto wieder mitnehmen musst. Und das fand ich beim ÖV eigentlich cool oder finde ich cool, dass man so Point-to-Point laufen kann. Also ich fahre irgendwo hin und dann laufe ich von Punkt A zu Punkt B und da kann ich einfach ganz entspannt wieder in den ÖV steigen
oder bin dann vielleicht auch schon bis nach Hause gelaufen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also man muss nicht unbedingt eine Runde machen. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der sich auch nochmal positiv darauf auswirkt, vielleicht die etwas umweltfreundliche Variante zu nehmen und mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren. Genau, also wie gesagt, das kommt vielleicht nicht für jeden immer in Frage, aber schau doch mal, vielleicht gibt es ja einen nahegelegenen Trail, vielleicht kannst du mal mit dem Bus 20 Minuten in eine Richtung fahren und von dort loslaufen und siehst dann schon wieder ein bisschen was Neues von deiner direkten oder indirekten Nachbarschaft. Und ich glaube, und hier schließt sich jetzt nochmal der Kreis zu unserem kleinen Gewinnspiel mit dem GP oder für den Grand Prix Bern, all diese Punkte können auch für Lauf-Events gelten. Das heißt, ich habe euch ganz am Anfang gesagt, ich habe mich diese Saison für vorerst 4 Veranstaltungen entschieden. In 2 Wochen ist der Thorberg Trail. Da werde ich euch auf jeden Fall auch Impressionen von mitbringen. Dann am 18.05. der GP. Und beide Rennen sind zum einen für mich mit dem ÖV zu erreichen, wobei ich beim Thorberg Trail noch nicht genau weiß. Vermutlich ist meine Familie hier und da werden wir vermutlich mit dem Auto hinfahren, weil es ein großes Auto gibt, wo wir alle mit inklusive Hunden reinpassen. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher mit allen zusammen. Aber zum Beispiel zum GP, da kann ich mit dem Fahrrad oder mit dem Bus einfach hinfahren. Und ich bin beide Rennen schon mal gelaufen. Das heißt, ich habe da auch so ein bisschen dieses... Und für mich persönlich ist da so ein bisschen ein Ruhegefühl dabei, weil ich die Strecke schon kenne. Es ist auch ein kleines bisschen Stress dabei, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe natürlich geguckt, wie schnell war ich bei den letzten Teilnahmen. Und gerade beim GP, muss ich sagen, war ich für meine Verhältnisse extrem schnell. Mal gespannt, ob ich das halten kann. Ich sag mal lieber noch nichts von der Zeit, weil sonst könnte das vielleicht ein sehr ernüchterndes Erlebnis für mich werden. Genau, aber die beiden Rennen, das sind so Rennen, die mehr oder weniger nah dran sind zu mir, die ich eben auch schon kenne und wo ich relativ einfach hinkommen kann und auch wieder zurückkommen kann danach. Da freue ich mich eben sehr, sehr drauf. Und dann gibt es ja noch 2 andere Rennen. Das ist einmal der Midsummer Run, Thema Canicross mit Finn. Das ist ein Rennen, wo ich zu Fuß hingehen werde. Also unser Warm-up wird sein, wir spazieren zum Start. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das finde ich irgendwie witzig, dass man so nah von zu Hause aus loslaufen kann. Das habe ich bei der Gurten Classic auch schon gemacht. Und das war irgendwie so super entspannt. Und da bin ich so entspannt am Start angekommen. Und das erhoffe ich mir dieses Jahr im Juni auch. Und dann gibt es noch den Mudmark Memorial im September. Der ist ein bisschen weiter weg von Bern. Aber da plane ich, Stand jetzt, mit dem Zug hinzufahren. Also, es ist auch eine, beides Routen, Midsummer Run und Mudmark. Das sind Strecken, die ich teilweise oder komplett schon kenne, aber ich bin die eben noch nicht in einem Rennen gelaufen. Das heißt, da bekommt eine Strecke, die ich schon kenne, glaube ich, noch mal ein bisschen eine andere Perspektive, so ein bisschen anderen Twist kommt da rein, dadurch, dass ich die dann in einer Rennsituation erleben darf. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf und ich bin sehr gespannt, an welche Rennen du in deiner Nachbarschaft gehst oder welche Laufstrecken du, welche Home-Trails du vielleicht in der nahen Zukunft entdecken kannst. Nicht vergessen, wenn du auch in meiner Nachbarschaft sozusagen laufen möchtest, und vielleicht ist es ja auch deine Nachbarschaft, also hier im wunderschönen Bern, dann mach auf jeden Fall mit bei der Verlosung für den Startplatz vom Grand Prix. Teilnahmeschluss 7. April. Alles, was du machen musst, ist entweder eine E-Mail schreiben an podcast.luckytrails@gmail.com oder eine Nachricht auf Social Media schicken oder einen meiner, also den passenden Beitrag, ich mache ein kleines Reel mit schönen Bildern von Bern, das kommentieren und dann bist du schon im Lostopf drin. Das war's. Ich glaube, das wollte ich sagen. Und jetzt, wer diese Folge auf YouTube gesehen hat, hat vielleicht gesehen, ich bin schon ein kleines bisschen sportlich angezogen. Sprich, ich habe schon meine Kontaktlinsen drin und keine Brille an. Ich gehe nämlich jetzt los, setze mich in den ÖV und fahre eine kleine Strecke mit dem Zug, um dann hoffentlich eine wunderschöne Laufstrecke in der Nachbarschaft zu erkunden. Davon bringe ich euch ganz bestimmt auch ein paar Bilder mit. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit einem Rückblick auf den Thorberg Trail. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Tschüss!